Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Dass es bei uns in den Proben äußerst chaotisch und durcheinander zu sich geht, das wisst ihr schon. Aber dass wir tatsächlich auch intensiv und hart arbeiten, das haben wir bisher irgendwie in unseren Videos zumindest ein bisschen vernachlässigt, euch das zu zeigen. Und deswegen gibt es im Video heute mal sozusagen unsere ernste Seite zu sehen, die nämlich richtig gut arbeiten kann und ziemliche Fortschritte macht. Viel Spaß beim Video! Aber das hat jetzt ein Ende. Sieh uns an. Ich habe es bis an die Spitze geschafft. Während du von mir im Dreck liegst und bettelst. Das mit Musik macht das richtig cool. Ja, die Musik macht echt viel aus. Der Gasdruck, wenn man nicht macht, der macht rot. Kopf. Hm? Den dann hast du auch gleich rot. Ja, aber den kannst du ja nicht direkt an den Kopf halten. Doch, das geht. Das geht? Ja. Aber der ist fett, ne? Der ist fett und groß. Also, und wenn ich mir den jetzt. Das macht. Ist ein bisschen. Erschreckt man sich ein bisschen, aber das eigentlich. Kannst du nicht einfach die ganze Zeit in deinem Raum spielen, wenn du da läufst, oder passt das nicht? Das würde ja bedeuten, dass sie die ganze Zeit in dem Wohnzimmer quasi steht und mit einer Pistole spielt und ja, das kommt dann auch noch. So ein dummes Jacke an. Aber. Außer du gehst halt wirklich hier hin und der liegt hier. Ja, dass der da einfach liegt. Und du hast gesagt, nichts, was du mir noch nehmen kannst. Und ich stehe hier so. Doch, kann ich wohl. Um dann hinzugehen, den zu nehmen. Ich will es gar nicht mehr so plötzlich machen, sondern du stehst hier schon und dann sagst du, es gibt nichts, was du mir noch wegnehmen kannst. Und dann bist du so. Oh, das mach ich auch nicht. Ja. Dass sie wirklich da hinten stehen bleibt und du stehst vorne, dann haben wir die Distanz. Nach aktuellen Berechnungen hat ihn sein Vorhaben bisher 25 Millionen US-Dollar gekostet. Du darfst dich da nicht angucken. Darf ich nicht angucken? Nein. Dann siehst du ja, dass der schon. Ach ja, ich muss lesen. Ne? Ich muss die ganze Zeit auf meinen Dings fixiert sein. Also, irgendwo musst du auf jeden Fall ruhiger stehen. Mhm. Ach so, ja. Du bist hier. Du bist Boss. So gesehen ist sie ja halt auch nervös. Ne? Sie weiß ja jetzt nicht, ob das klappt, ob der jetzt hilft. Oder. Aber ich sehe jetzt zwischen euch beiden. Und ich glaube, wenn Tanja zu viel rumläuft, dann konzentriert man sich einfach auf Tanja und nicht auf euch. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass du so im Hintergrund halt geblieben bist und dann zum Ende immer so paar Meter nach vorne gegangen bist. Ich weiß nicht, ob der Satz noch von mir hinkommt. Ja, das muss er. Ich kann dich von hier aus dem Augenwinkel sehen und das ist. Da muss ich schon wirklich und, sehr starke Scheuklappen tragen. Wenn du reinläufst, ist man auch total abgelenkt von ihm. Du musst einfach nur. Du kommst rein, stellst dich hier hin, zu mir, genau. Relativ starr, und dann unterbrichst du ihn. Und wenn ich sage, Entschuldige, wir müssen reden, das ist, unterbricht er mich ja, ich weiß, wer das ist, du bist der Anführer, bla bla bla. Ja, sagst du, du bist gut informiert. Dann kannst du nach vorne gehen, ja. Okay. Tut mir leid, Eva. Soll ich dann jetzt einen Schritt zu ihm gehen? Ja, ich glaube, bei Tut mir leid, Eva, da muss ich mich schon anfangen umzudrehen und abzugehen. Und dann schmeißt quasi. Nicht umdrehen, sondern einfach nur so zwei, drei Schritte zu. Ja. Tut mir leid. Ja, gut. Frühestens dann, wenn ich schon den Rücken zugedreht habe. Nee, tatsächlich, wenn er fast. Weil das, ja. Also, ich finde, das klingt unterschwellig auch schon so ein bisschen wie eine Drohung. Ja. Auf welcher Seite stehst du? Überleg dir, ob du zu uns oder gegen uns bist. Ja, stimmt, ne? Überlegen Sie. Ja. Was soll ich denn machen? Ich kann dich schlecht dazu zwingen. Du hast keine andere Wahl, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß, dass wir keine Zeit mehr haben. Ja, und was hast du jetzt vor? Ich? Es war deine Idee. Also sorgst du auch dafür, dass alles nach Plan läuft. Du darfst wirklich noch mehr. Mehr so. Du musst jetzt dabei. Ja, ja, noch chefiger sein. Genau, doch dann. Okay. Sie versucht gerade deine Terroreinheit unter ihre Fittiche zu nehmen. Ja. Das machen ja dann auch hier mit diesem ganzen. Ja, hier, wir sind utopisch und alle folgen mir und du bist ein bisschen aus. Das heißt, deswegen ist es dir auch egal, ob ich hier sterbe. Eigentlich findest du sie auch kacke. Also, sie hat zwar gute Ideen, aber sie läuft dir gerade deinen Rang ab. Ja. Und Tanja dann auch tatsächlich von deiner Idee, die dann wirklich ein Stück zurückschiebst.
Einfach um den Raum dann auch wieder einzunehmen, aber um das dann so ein bisschen aufzubrechen. Und was hast du jetzt vor? Ich? Es war deine Idee! Alles, was du jetzt auch dafür hast, das alles der Plan war. Wollen wir dann nicht lieber auf die leere Seite der Bühne kommen? Oder geht ihr? Wir gehen gar nicht auf die Bühne. Wir gehen gar nicht auf die Bühne. Wir bleiben. Da habt ihr nichts zu suchen! Das sind Ingo und ich! So! So. Das ist auch wieder nur so ein Lachen, weil ich. Ich weiß, wie ich reagieren soll. Wenn ich jetzt kicher. Ich glaube, jetzt einfach. Menschen, die viel lachen, halt, haben Angst, ne? Ja. Ne, sind unsicher, sag ich mal. Unsicher. Das habe ich ja schon am Anfang in der Szene mit dir und in der Szene, das wird eine Weile dauern, bis ich hier kicher. Das liegt nicht daran, dass du lustig bist. Bin ich aber. Du hast keine andere Wahl, wir haben keine Zeit mehr. Ich weiß, dass wir keine Zeit mehr haben. Und was hast du jetzt vor? Mann! Okay, nicht schneller werden, wenn ihr böse werdet. Und? Was hast du jetzt vor? Ich? Es war deine Idee! Also sorgst du auch dafür, dass alles nach Plan läuft. Werdet ihr an meiner Seite kämpfen? Ja! Dann hat heute, hier und jetzt der Untergang von Utopis Pharma begonnen! Aber du musst dich aufpassen, dass ich mich falle, wenn ich da runterkomme. Ich bin ja aus dem Versteck getrieben. Und ich glaube, wenn er da hinter dem Thron hockt, kannst du ihn, glaube ich, am einfachsten packen. Wenn er dich dann hier packt, hältst du an meinen Händen fest. Halt mal hier direkt hier am Handgelenk. So? Nimm die Hand hier hin. Und da auch? Ja. Ich habe deine Hand. Erzähl mir zu. Und dann reißt er dich rüber. Und dann kann ich mich auch loslassen und dann stolper ich nach hinten. Ja. Komm mal ein Stück weiter hierher, dass das nicht ganz so weit weg ist. Gut, wir müssen noch feiern und dann nur zu dir. Ja. Und die Entfernung ist wahrscheinlich ein bisschen blöd, weil der Raum ein bisschen größer ist als die Bühne selber. Naja, wenn du hier stehst und erstmal lässt du vermuten, dass du ihn nicht gesehen hast. Du kannst dich hier hindrehen und sagst, gut. Gehst dann ab mit dem Gesicht so ein bisschen dahin. Und erst wenn du hier auf dieser Höhe bist, drehst du plötzlich um und sagst, und jetzt zu dir, du kleiner Wichser, und packst ihn. Und dann? Das heißt, wahrscheinlich werden wir da dann den Thron haben und dann noch so zwei, drei Schritte und dann geht's hier runter. Okay. Ich muss aufpassen, in welche Richtung du mich drehst. Ich will es rum. Bitte dir das da rein nach vorne. Nach vorne? Ja, weil Tanja hat mich so rumgedreht. Und je nachdem, in welche Richtung ich gedreht bin, dann muss ich mit dem anderen Bein rum. Das ist klar. Also ich will die nach vorne, weil dann sieht dann, man sieht halt dann. Das sieht dramatisch aus. Wichtig ist, dass der Popo oben ist. Ich soll nicht krabbeln, das kommt scheiße. Ja, aber kannst du nicht, wenn du hier hochkommst. Als würde ich wilde Tiere beobachten. Ja, kann ich. Dann mache ich mit zwei. Ist hier noch Platz für mich? Nein. Komm, Äffchen, komm. Hier? Ja. Proben das jetzt einmal durch. Und so. Und, ja. Ziehen. Oh. Da muss ich direkt wieder so in den Ziegel reinfallen lassen. Warum so verkrampft? Entspann dich. Und dann setzt du ihn vielleicht sogar noch hin und sagst, Mensch, wo sind meine Manieren? Setz dich. Wir reden. Weißt du? So. Ja, was? Jetzt so. Du hast dich noch nicht ganz wieder unter Kontrolle. Ja, kannst du mir einfach die Gegend schützen. Das ist gar kein Problem. Das ist schön, oder? Jetzt ja, darfst du nicht so entspannt dabei aus. Und nun? Zu dir, du kleiner Nächster. Kein falsches Wort und ich werde dich und deine Aktivisten schlagfertig machen. Eva. Merk dir eins. Ich habe dich im Auge. Jederzeit. Du bist Eva? Hätte ich nicht gedacht. Ist noch gar nicht rausgekommen. Nachher nochmal. Ist das was Schönes, was da vorbereitet wird? Nein.